Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier, sondern auf physischen Marsch vierfach. Am Sonntagmorgen eine wunderschöne. Ich habe den Klaas mal zurückgepackt, ne? Weil er war in den Kommentaren, redet von sauber machen und sauber halten und dann lasst er den Traktor vier Folgen draußen stehen. Ist richtig, deswegen habe ich ihn erstmal zurückgestellt. Ich habe auch noch unsere LKW-Anhängerflotte ein bisschen aufgeräumt hier, ne? Tieflader, Normalanhänger, Fass. Und jetzt der Plattform, ist das Plattformanhänger? Ich glaube schon, den wir neu gekauft haben in letzter Folge. Es ist wieder einiges passiert zwischenzeitlich. Ich habe noch einmal einen Tag vorgespult. Das heißt, ich habe mit 7 Uhr morgens, weil es war nichts reif. Und das war mir, wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass es da nichts reif ist. Und jetzt ist alles reif. Das heißt, wir haben jetzt hier die 2 reif, die 1, die 14 und die 19. Die 19 habe ich, by the way, in eurer Abwesenheit noch einmal gedüngt. Also die sind alle Felder sind jetzt voll gedüngt. Das hier ist ein bisschen so ein Malheur, aber das lassen wir jetzt mal so sein. Das funktioniert. Ich habe auch schon in eurer Abwesenheit etwas zu Aldi gebracht. Und zwar habe ich das hier hingestellt. Das sind die ersten Produktionen von Frischkäse und von normalem Käse. Ja. Die habe ich jeweils, glaube ich, 10 Paletten hingebracht. Die werde ich jetzt einfach mit der Hand hier rüberheben, weil ich habe den LKW wieder zurückgeschickt, weil ich wollte nichts verkaufen ohne Aufnahme. Und deswegen hauen wir das jetzt einfach mal hier den Trigger rein. Das ist das von unserem eigenen Hof. Das war aber vom gestrigen Tag noch. Das heißt, es könnte jetzt ganz gut sein, dass wieder neues Zeug nachproduziert wurde und wir das auch schon wieder verkaufen können. Aber wie gesagt, ich wollte es eben nicht zu langweilig machen, unter Anführungszeichen, sondern ich wollte einfach mal gucken, dass wir da schon ein bisschen vorankommen und deswegen ich einfach so ein bisschen, ja, ne, weitergemacht habe. Guckt aber, dass alles passt, alles läuft und ich hoffe, es nimmt mir das nicht zu übel. Aber ich glaube, es ist auch in eurem Interesse, wenn es ein bisschen gut, wenn ein bisschen besser vorangeht, ne? Oder schneller vorangeht oder wie man immer das auch das nennen mag. So, jetzt bekommen wir ein kleines Platzproblemchen, aber da vorne ist noch ein bisschen mehr Platz. Tatsächlich, wo ich nachgeguckt habe wegen den Preisen, gab es bei Aldi am meisten für beide Produkte. Jetzt hat sich das geändert, jetzt glaube ich, gibt es für Frischkäse woanders mehr, aber ich habe jetzt hier schon 10 Paletten hingebracht. Deswegen haben wir gedacht, komm, dann gibt es halt jetzt nicht so viel Geld, aber trotzdem glaube ich ganz okay, ganz okay. So, das wird alles jetzt verkauft. Ich sehe oben, das Geld steigt und steigt und steigt. Das ist sehr, sehr gut. Ich habe nämlich heute eine Idee, klingt jetzt falsch, aber ich habe einen Wunsch. Also, beziehungsweise, glaube ich, war der Wunsch auch schon von eurer Seite sehr, sehr oft da. Und ich glaube, wir werden den Drescher upgraden. Da spricht jetzt eigentlich nichts gegen, weil wir haben so gut wie alles, was wir momentan brauchen. Wir brauchen keine weiteren Traktoren, meines Erachtens. Wir könnten natürlich eine weitere Produktion kaufen. Das finde ich jetzt aber so ein bisschen voreilig. Ich würde tatsächlich jetzt sagen, wir kaufen uns oder upgraden den Drescher, weil wir könnten uns theoretisch jetzt ein Lexion kaufen ohne Probleme. Aber ich will tatsächlich den Tucano wegmachen und will dann mit dem Geld, was wir da rauskommen, dann den Drescher upgraden. Ich bin nicht sicher, ob ich einen Lexion kaufe, bin ich ehrlich zu euch. Weil, schauen wir uns mal die Daten ganz kurz an. Wir haben einen, wir haben Arbeitsbreiten von, also mir geht es immer um Arbeitsbreiten, ne? 18.000 Liter Füllvolumen ist natürlich auch geil, aber ob das jetzt 17.100 sind oder 18.000, das ist mir ehrlich gesagt schnuppegal. Ne? Das muss ich einfach mal so sagen. Oder auch 14.000, weil man muss einfach mal den Preissprung sehen. Ne? Wir sind hier bei 430.000, 465.000 ist schon wieder ganze Schippe mehr und dann fast 90.000, das ist halt einfach sehr, sehr viel Geld. Das muss man einfach so sagen. Ne? Und deswegen gucken wir mal. Also der wäre auch sehr interessant, weil der kostet ja fast 100.000 Euro weniger. Ne? Also der John Deere Drescher. Wenn er jetzt nicht wirklich, also so, ganz ehrlich, habe ich jetzt kein Problem mit dem, ne? Hat ein gutes Volumen, jetzt schauen wir mal, wie breit die Schneidwerke davon sind. Aber so, was haben wir hier? Das hat 7,60 Meter. Was haben wir denn hier noch alles? Das hat 12 Meter, das ist schon eine andere Dimension, ja. Das ist aber das große, glaube ich, ne? 13,70 Meter bitte. Das ist schon ein richtiger Oschi. Und die... Lol, das Ding ist, da, von Klaas ist sogar schmäler, ne? 12,30 Meter. Also das von John Deere mit den 13,70 Meter ist schon, glaube ich, mitunter eins der größten, muss ich sagen. Lol, hätte ich mir nicht gedacht. Okay, das heißt, wir haben die Möglichkeit, also wir haben mehrere Möglichkeiten, ne? Aber ich würde jetzt sagen, wir entscheiden uns jetzt zwischen John Deere, Case und New Holland. Das wird so unsere, von der Breite sind sie alle gleich. Man muss nur sagen, dass bei Case und New Holland wäre ein Schneidwerkswagen dabei, was auch vielleicht ein Kaufargument sein könnte. So, lass uns nochmal schauen. Und zwar 390, 420 und 430. Das nimmt sich jetzt einfach nicht, das ist jetzt nicht so, weißt du? Würde ich eher bei dem bleiben, weil er tatsächlich nicht viel mehr mitnehmen kann. Das passt. Ich glaube, wir nehmen den.
Da habe ich Bock drauf. Lass mal den anderen jetzt wegbringen. Den Kollegen hier. Ja, es war nur eine Frage der Zeit. Und es ist halt so, bin ich der Meinung, wenn wir schon Felder mehr, also wenn wir jetzt mehr Felder kaufen und mehr bewirtschaftete Fläche haben, müssten wir eigentlich auch von den Arbeitsbreiten ein bisschen höher gehen, damit wir auch in der Zeit, die wir haben, effektiv arbeiten können. Es muss nicht immer das Teuerste sein. Also wie gesagt, der Glas-Hype ist bei mir schon ein bisschen vorbei wieder. Finde die Geräte von dem Platinum-Edition sehr, sehr gut. Gibt es gar kein Ding. Aber guck mal, wir haben es davor, haben wir ja auch gespielt. Ne? Haben wir auch mit New Holland und Case und John Deere. Und das haben wir auch alle problemlos gemacht. Ne? Und da können wir doch zurückkehren, ist ja kein Problem. Weil so ein John Deere-Drescher, sage ich ganz ehrlich, habe ich jetzt nie so oft gesehen. Und das mit dem Schneidwerk, das bringe ich schon irgendwie hin. Man hat es früher doch auch geschafft, weißt du? Aber dann haben wir wirklich eine coole Arbeitsbreite von 13,70 Meter. Das ist wirklich schon eine sehr, sehr gewaltige Spannweite. Ne? Und wenn wir irgendwann sagen, wir brauchen noch einen anderen Drescher, können wir immer noch theoretisch ein anderes Modell kaufen, egal ob jetzt Case oder New Holland, und haben immer noch die gleiche Arbeitsbreite, was sehr, sehr cool ist eigentlich. So, guck mal, der ist nicht, der kostet 192.000, bringt er noch. Also wir haben echt gut Geld gemacht jetzt, ne? Ich glaube, wir würden das jetzt gleich durchziehen, weil wir könnten theoretisch jetzt schon weitermachen mit dem Ernten. GPS würde ich ihm nicht geben, muss ich ehrlich gestehen, weil der wird zu 90% der hat auch sogar ein Bandlaufwerk. Brauche ich oder brauche ich nicht? Würde ich jetzt einfach sagen, brauche ich nicht. Also ich wäre für Breitreifen, ja, aber sonst, nö. GPS brauche ich nicht, er wird zu 90% mit CP fahren, deswegen nicht notwendig, meines Erachtens. Aber korrigiert mich da gerne in den Kommentaren. Ich bin bereit, darüber gerne zu sprechen. Ist nur meine Meinung, dass wir das eigentlich nicht brauchen werden. So, und dann schauen wir mal, gibt es hier einen originalen... nee, gibt es nicht. Okay, dann nehmen wir dann einfach das hier. Da geht ziemlich, glaube ich, hoffe ich zumindest, alles raus. Gibt es in einem John Deere grün? Fendt? Oliv? John Deere, guck mal. Da war das zumindest ein bisschen einheitlich, das Ganze, ne? So, und dann haben wir jetzt immer noch 200.000 Euro. So, obwohl wir jetzt das aufgewertet haben. Das ist schon fett. Na, das ist schon fett, das muss man einfach sagen. Wie gesagt, es wird jetzt sehr viele Leute geben, die sagen, hättest doch den genommen, hättest doch den. Könnt ihr alles selber machen. Ne? Jeder kann das spielen, was ich hier spiele. Könnt ihr bei euch am Safe Game alles selber machen, was ihr mount, was besser oder cooler ist. Ich bin der Meinung, das ist ein guter Kauf. Wenn nicht, dann kann ich ihn immer noch mal tauschen, wenn ich Bock drauf habe. Aber auch von den Arbeitsbreiten her muss ich einfach sagen, bin ich überzeugt. No. Punkt, weißt du? Strategisch klug wäre es wahrscheinlich jetzt, wenn wir ein Feld abernten, wo Stroh rauskommt. Weil da könnte man da schon vielleicht parallel anfangen. Die 1, was haben wir denn hier auf der... das sind zwei Rapsfelder, die können wir vielleicht zum Schluss machen. Dann fangen wir auf der 1 an, oder? Würde ich sagen. Was haben wir denn da drüben noch drauf? Karotten. Was haben wir? Warte mal. Roggen haben wir auf die 14 drauf gemacht. Ich würde sagen, wir fangen bei der 1 an und gehen dann auf die 14 und dann schauen wir einfach mal weiter, ne? Ist das original? Also geht das so? Es guckt hinten halt ein bisschen doll raus, aber mein Gott. Das, also es war schon cool bei der Platinum Edition mit dem Wagen, dass das so attached, ne? Das ist schon geil, das muss man einfach sagen. Es wird hoffentlich so auch halten, bin ich mal fest davon überzeugt. Ich habe extra ein bisschen weiter hinten hingepackt, wenn ich es zu weit vorne hinpacke, habe ich es schon mal gehabt, dass ich dann beim Lenken, ist mir das dann irgendwie im Weg umgegangen und dann ist es irgendwie runtergekullert, was ich auch nicht so geil fand. Und ja, ich muss ehrlich sagen, souveräne Drescher. Vielleicht nicht der größte Korntank, aber sind wir mal ganz ehrlich, wir sind eh mit CP unterwegs. Das heißt, die CP-Fahrer werden eh hoffentlich früher oder später da sein und das ganze Zeug abtanken. Und ich hoffe mir schon, dass wir jetzt sehr, sehr gut ernten können. Wir müssen natürlich jetzt alle Kurse noch einfahren, das ist ganz klar. Aber so 13,70 Meter ist schon die Arbeitsbreite, wo ich irgendwann auch final ankommen möchte, weißt du? Vom Drescher her. Also das wird auch nicht mehr größer hier. Weil 13,70 finde ich gut. Bin mal gespannt, um wie viel wir schneller jetzt hier arbeiten. Bin ich echt gespannt. Doch, es ist ein solides Gespann. Also bin ich jetzt nicht negativ von überzeugt. Und ich kann euch auch jetzt schon mal sagen, dass ich wahrscheinlich auch einen John Deere Häcksler kaufen werde. Das wird vielleicht für Verwunderung sorgen. Aber ich habe da den hier. Oder war das der hier? Lass mich mal kurz gucken. Warte.
Zeig mir Bild. Das hier, der ist es. Der, ich glaube, der ist es. Der, ich mag den. Ich mag den richtig gerne, muss ich sagen. Ne? Auch grundsolides Gerät. Ist nicht allzu teuer, kostet 215.000. Ne? Aber kannst halt echt einiges machen. Der ist halt wahrscheinlich ein bisschen... Ja, der ist fast doppelt so stark. Das ist halt ein 9.000er. Ne? Kann man sich überlegen. Der wäre natürlich auch geil. Kostet halt ein Schnittchen mehr. Aber die Idee wird natürlich sein, dass man über kurz oder lang sowas halt kauft. Und dann natürlich Richtung BGA geht. Ne? Ist ja ganz klar. Also... Da, glaube ich, müssen wir uns nichts vormachen, dass BGA schon eines der kommenden Ziele sein wird. Ja, das ist, glaube ich, schon mehr oder weniger offensichtlich. Neben natürlich anderen Produktionen auch. Ah, jetzt fällt es langsam runter. Okay, das muss man ein bisschen im Auge behalten, aber bis jetzt hat es gut funktioniert. Wenn ihr da einen geileren Schneidwerkswagen für mich habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Bitte nicht jetzt irgendwas in die Kommentare schreiben wie, nimm doch das Schneidwerk vom Case. Das mag ich nicht. Also wenn ich ein Schneidwerk haben will, dann sollte es entweder die gleiche Marke haben wie der Drescher oder eine komplett andere Marke. Ne? Zum Beispiel dieses Geringhof. Ja, ich habe ja auf der... Oh, hinter Kaifek habe ich ja ein Geringhof-Schneidwerk an einem Glas-Drescher dran. Das finde ich okay. Weißt du, das finde ich okay. Das kann man so machen. Muss man nicht, aber kann man so machen. Dann finde ich es wiederum passend. Aber ansonsten... Also ich werde jetzt kein Case-Schneidwerk oder ein Holland-Schneidwerk an den John Deere hängen. Das wird nicht passieren bei mir. Sorry, das kann ich euch nicht bieten. So, wir sehen jetzt schon anhand der Schwatt oder des Haufens hier, da geht schon voran, ne? Das muss man einfach so sagen. Lass uns mal schauen, ob wir denn für das 1er-Feld... Ne, 1260 haben wir drin, das ist schlecht. Das heißt, wir müssen echt ein neues mit 13,70 Meter machen, ich muss es nochmal sagen. Feld 1, Vorgewende würde ich sagen zweimal, aber scharf, weil ich will wirklich alles mitnehmen. 1420? Moment, das war doch 1370, oder nicht? Bin ich jetzt falsch informiert? Hier. 13,7. Ich glaube, wir werden auch bei 13,7 bleiben, muss ich ehrlich sagen. Weil, naja, das ist doch gar nicht ganz akzeptabel. Feld 1, Dreschen, 13,7 m. Und das ist auch das Wichtige. Und jetzt zahlt sich auch wieder das aus, was ich gesagt habe. Dass ich es mag. Warte. Aha. Warte. So. Dass ich es einfach mag, dass ich die Arbeitsbreiten einigermaßen dazu schreibe. Alter, guck euch mal den Schwatt an, bitte. Heiliger Maria. Ne? Weil jetzt können wir zum Beispiel sagen, wo ist der Kurs? Müsste eh gleich hier sein. Jo. F1, hauen wir hier bei F1 rein. Weil haben wir jetzt beim F1 theoretisch sehr viele Arbeitsbreiten vertreten, ne? Wir haben 12,6, wir haben 13,7 und wir haben 7,9. Also, das ist schon, sieht man auch mal die Steigerungen, die wir so hingelegt haben. F14 Striegeln, das war auch noch neu. Und für die 19, glaube ich, habe ich noch gar keinen Orden angelegt, ne? Das ist ganz, also das letzte Feld, das wir uns gekauft haben. Da haben wir natürlich auch schon Kurse erstellt. Und dann habe ich noch gesehen, zeige ich euch auch noch in dieser Folge. Ja, die Folge ist wirklich vollgepackt wieder. Und zwar habe ich das Problemchen... Moment. Ah. Habe ich das Problemchen Kühe mal ein bisschen unter die Augen nehmen. Wie nennt man das? Ich habe mal ein Äuglein draufgeworfen, was hier Sache ist, ne? Und Fakt ist eins, der Kuhstall ist nicht voll. Das heißt, hier geht noch was rein. Es ist jetzt so, ich habe schon ein bisschen Mist weggepackt. Wenn wir jetzt, also rein hypothetisch, ne, klicken wir jetzt mal ganz kräftig drauf, dann werden wir irgendwann draufkommen, dass wir noch 75 Kühe kaufen können. 75 Kühe, zeige ich euch gleich, was ich euch damit sagen will, hat schon den Grund, warum ich das auch schon im Vorab geprüft habe, weil es ist so, dass die Kosten, also die Gebühr der Lieferung, Moment, ich will euch das zeigen, ich bin ja kein Unmensch, ne? Moment. So, voll. So, die Kosten, die Gebühr für die Überführung würde kosten 65.700. Na, die merken wir uns mal ganz kurz, die Zahl. 65.700, das heißt, alles zusammen würde uns kosten 354.000. Haben wir jetzt nicht, ist es aber auch nicht die Idee. Es geht nur um Folgendes jetzt. Bei 65.700, ne, kann ich mir auch selber einen Anhänger kaufen. Habe ich nämlich auch schon geguckt. Und der kostet 67.500. Das heißt, wenn ich mir die Kühe jetzt nicht liefern lasse, sondern den Anhänger selber kaufe, ist es ungefähr gleich teuer, aber den Anhänger habe ich ja für immer.
Ne? Das heißt, ich kann immer mit dem Anhänger hin und her fahren und zahle nie wieder irgendwelche Tierüberführungskosten. Also es wäre wahrscheinlich schon klüger, so einen Anhänger selber zu kaufen, weil ja, über kurz oder lang werden wir ihn brauchen. Das habe ich wahrscheinlich zu fest, spät jetzt nachgerechnet, aber das ist wirklich so. Also den Anhänger können wir uns wirklich kaufen. Wenn ihr da aber einen Mod noch habt, der vielleicht die gleichen Sachen hat, aber vielleicht noch irgendwie cooler ist, was hinten aufgeht oder irgendwo noch ein Lämpchen dran hat und so weiter, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, schaue ich mir gerne an. Und ja, den werden wir uns auf alle Fälle noch gönnen. Nicht heute, vielleicht morgen, ich bin noch nicht ganz sicher, aber ein neuer Drescher für, sage ich mal, für eine Folge ist vollkommen ausreichend. Ne? Morgen werden wir dann anfangen, die ganzen Kurse einzufahren mit Abtanken, wobei ich glaube, der Abtankkurs könnte der gleiche sein, aber das ist ja nicht abhängig von Arbeitsbreite. Gut, für heute sind wir fertig. Liebe Leute, danke herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis morgen. Macht es gut. Ciao, ciao.